dieser ICO-Markt, der teilt sich in verschiedene Player auf, grundsätzlich jetzt einmal. Es sind da einige junge Startups, sehr, sehr innovative Startups aus dem Tech-Bereich logischerweise, die Visionen haben, die Ideen haben, die Projekte realisieren möchten, die halt ganz einfach kostspieliger sind als vergleichbare Projekte bei anderen Startups oder bei Dienstleistern. Dafür sind häufig wirklich Investments in Millionenhöhe notwendig. Dafür eignet sich der ICO sehr, sehr gut, insbesondere dann, wenn das Startup wirklich bzw. das Projektteam wirklich das Ziel hat, etwas an die Community zurückzugeben und der Community-Gedanke im Vordergrund steht. Auf der anderen Seite gibt es auch einige Trittbrettfahrer bzw. Unternehmen, die den ICO, die den Markt mit viel Kapital jetzt als cool ansehen und mit Biegen und Brechen versuchen, einen ICO zu machen, weil auf diese Art und Weise sehr viel Kapital sehr schnell beschafft werden kann. So ist es aber nicht. Also die Community, die ist schon sehr, sehr intelligent und die Community scannt sozusagen die ICOs schon sehr, sehr genau. Das ist genau der Grund dafür, dass diese Projekte, die keine Blockchain eigentlich brauchen, die auch anders funktionieren würden oder besser gesagt, die mit Biegen und Brechen versuchen, eine Blockchain in das Geschäftsmodell einzubauen, die scheitern dann meistens mit ihren ICOs, liegen weit unter den Erwartungen, die oft auch viel zu hoch gesteckt sind, im zig Millionen Bereich für Ideen, die eigentlich nicht ausgereift sind.